Deine Musik streamst du irgendwie, dann kann es sein, dass du halt einen Bann kriegst irgendwie. Und früher war es ja so, du hast sag ich mal wurdest dreimal gebannt. Und bei Twitch ist es jetzt so, du kannst auch, also das liegt in deren Ermessen, ob die der Meinung sind, sie bannen dich. Also du kannst auch nach einem Bann, je nach Vergehen irgendwie schon, oder nach einem Strike kannst du schon gebannt werden. Ach nee, genau, so war das. Genau, früher war es nach drei Strikes. Und jetzt ist das halt ein bisschen anders. So, jetzt müssen wir mal in die Richtung hier, ne? Genau. Six, six, six. This is definitely not a false flag. Alter, geht schon voll ab hier, erstmal wieder eingrooven. This was last of them. Ach, wir haben ja auch unsere fette Waffe. Ja, alle. So wie ich das sehe, haben wir alle. Okay, hier können wir nochmal nichts einsammeln? Nö. Ach, siehst du, warte mal, ich wollte nochmal. Ich musste mal kurz rüber zu meinem Counter, den muss ich nochmal nach oben schieben. So, zack, da ist er. Und jetzt muss ich bei Twitch schon mal kurz was anstellen. Ja. So. Prima Ballerina. Kann weitergehen. Alter, ist echt so geil, ne, wenn du zwei Waffen in der Hand hast. Obwohl, die ist auch geil, ja. Y'all can tell your mamas I don't even like pinch of seafood. Do I even want to know? I'm just making polite conversation, boss. You find Kenny? He's gone. Damn. He was just a kid. His soul is with his creator now. Ja, Kenny hat's erwischt. Genau. In the kingdom of the blind, the one-eyed Nar is dead. People should not be afraid of alien overlords. Alien overlords should be afraid of people. Können wir richtig schön einsammeln, ey. Oh. Alles, was geht. Ja. Aua. Habe ich mich schon fast selber in die Luft gejagt. Wo ist denn mein Laser hier? Alter, wir haben jetzt mittlerweile so viel Waffen. Ah, da ist er. Ich finde es immer krass, wenn man Spiele länger nicht gespielt hat, dann dauert das immer noch mal ein bisschen, bis man sich da richtig eingegroovt hat. Ja, das stimmt. Alter, jetzt kommen die schon wieder an. Bombenleger, ja. Ja, die droppen wenigstens mal ein paar Sachen. Hm. Kein Überblick. Ich auch nicht. Das mir war auch gar nicht bewusst, dass wir da so wegplatzen hier. Die Musik ist ja wieder geil. Ich laufe erstmal in die falsche Richtung. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt nicht weitergeht. Ja, komisch, hier ist ein Tor, aber wie kommt man denn da durch? Das Tor ist zu. Ja, wahrscheinlich haben wir wieder so ein Bug, das Tor nicht an. Es müsste doch noch. Angezeigt wird die Richtung hier, Richtung Tor irgendwie. Genau.
ein paar Wellen kommen oder wir haben noch. Oh ja, es kommen noch welche. Ah, okay. Ist gut. Ah, den gibt wahrscheinlich auch das Tor dann auf. Ja. Jetzt ist vorbei. Also immer wenn die Musik ausgeht, weiß man, jetzt kann man weiter. Ja. Ach, hier gibt's ja was zu lesen und einen Schlüssel. Oh. Okay. Oh, wir haben eine Nebenmission. Ah, sehr gut. Machen wir die doch mal. Ich sehe meine Waffe gar nicht mehr, jetzt sehe ich. Alter, ist das schnell, ey. Wenn man vorher Devil's Hunt gespielt hat und jetzt spielt sie das hier, ey, da ist er. Um die Augen gar nicht mit. Ah, da ist eine Bombe gedroppt, ne? Ich wusste nicht mehr, was es ist. Ich wollte mal gucken. Jetzt cool. Weiß ich wieder, was es ist. So eine Art schwarzes Loch oder so, ne? Genau. Ja, wie das abgeht, ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Ich bin nur, ah. Ja. Ja, wo kommen die denn jetzt alle her hier? Ah. Erstmal zur Nebenmission, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ja immer geil. Es fehlt mir auch bei Devil's Hunt so ein bisschen, muss ich sagen. Hast du nicht einfach mal so eine Nebenmission oder so? Ich finde das echt geil. Schön immer ein paar Sachen looten und da kriegen wir nochmal eine Zusatzwaffe oder so. Oh, Alter. Was sind das Horden, ey? Dass die Grafikkarte überhaupt schafft. Da ist auch einer fett hinter mir, der. Oh, nicht nur einer. Das spritzt. Naja. Sieht aus, als wenn du dir einen Erdbeershake machst. Ja, ich brauche einen richtig was. Leckeren. Ja, aber den allerbesten, ja. Die mal mit ihren grünen Scheiß, den sie da schießen. Gib mir mal einen Piss. Ach, die werden auch wie die reingesaugt werden. Ja. Overpowered. Das Geile ist bei Devil's Hunt zum Beispiel, da kannst du ja so klassische Sachen machen. Kannst ja boxen. Das finde ich irgendwie, das hat so ein richtig geiles Feeling irgendwie. Das habe ich auch bei Batman Arkham Asylum so gefeiert. Fand ich auch so geil. Gut, hier kannst du ja auch treten, ne? Ja, genau, mit V oder so, glaube ich, ne? Kann ich mich aufs vergessen. Hier ist es so, man findet so viel Secrets. Ah. Und das Objektiv. Zeitverzehrer haben wir wieder bekommen. Hm. Ich bin der Meinung, den hatten wir schon mal, ne? Kann das sein? Ja, hatten wir auf jeden Fall. So. Na gut, dann können wir ja wieder loslegen. Was gibt's denn eigentlich? Alter, ist das schnell, ey. Mann, 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 ey. Ich überlege, wir haben letztes Mal so extrem viel gezockt, ey. Das also nach 2 Stunden denkt man dann wirklich so, der ganze Raum bewegt sich. Ja. Alter, wenn du Epilepsie hast oder so, kannst du was nicht zocken, glaube ich. Das weiß ich nicht. Ich habe zum Glück nicht sowas. Gibt's ja ganz oft bei den Spielen immer Warnungen und so davor. Ja, das stimmt. Gerade so Lichteffekte, die
Machst du nachher einen Breakdance davor vom Monitor? Das wäre nicht so schön. Nee. So, jetzt muss man mal gucken, wo muss denn überhaupt lang? Ich dachte, man muss doch nicht sogar hier. Ach, wir müssen hier sogar rein. Ja, genau, und dann hier lang. Mhm. Achso, und dann noch was zu Devil May Cry, Devil's Hunt. Ui, geil. Bei Devil's Hunt ist das halt so, dass die Story am Anfang total schwach ist und du denkst so, es gibt gar keine. Und wenn du es dann immer weiter spielst, dann gibt es irgendwann eine Story, so, dann fängt die erst richtig an. Aber das finde ich auch krass. Ja, das ist schon nicht schlecht. Alter. Ey, das ist ja eine geile Waffe hier mit den Riesenkugeln, ne? Ja. Die Waffe gab's auch bei den anderen Teilen, aber das war noch cooler. Das war wie so eine Art, ja, so ein bisschen tunnelartig und dann kamen wirklich 1 Milliarde Gegner an. Ah, okay. Und dann hast du die alle da weggekegelt. Sehr geil. Vielleicht hier sogar auch. Ja. Wie die hier rumkugeln, das ist ja... Platt, sehr gut. Ach, das ist ja ein Zeitverzehrer. Ich dachte, ey, warum fällt der denn nicht um hier? Ne, ja, so genau. Lang... Ich hab mal so ein Ding geschmissen. Sehr gut. Also knapp, so ganz langsam irgendwie in die Knie gegangen. Ich dachte, was ist das denn hier? Los. Das ist das geil. Also diese Kugeln hier so sehe, wir haben ja früher auch mal als Kinder so Murmeln gespielt, Glasmurmeln und so. Und, genau das. Und dann hat mein Vater mir irgendwann mal von so einem riesen Radlader oder Kran oder was das war, so eine faustgroße Eisenkugel mitgebracht. Und dann haben wir damit so Murmeln gespielt, Alter. Das war wie so ein Schatz, wie so ein Heiligtum. Genau, ja. Sowas war schon cool, wenn man sowas hatte. Ja. Und uns waren auch, um eine Zeit lang waren diese Murmelspiele echt cool. Ja, wir haben es auch oft richtig gesuchtet, sozusagen. No. Und dann haben wir mal irgendwelche Löcher gegraben und dann durfte jeder einmal werfen und dann musste es das Loch treffen. Genau. Und dann konntest du von dem Gegner aus dem Loch die Dinger rausschießen und so. Ja, ja, genau. Und irgendwann war es dann so, die Leute, die nicht verlieren konnten, die haben gesagt, okay, einmal noch, aber mit Haar oder so. Und dann haben wir versucht, mit den Haaren dann die Murmeln dann irgendwie reinzumachen. Ja, genau. Zeit lang gab es bei uns dann so eine Art Milchmurmeln oder so. Die waren so aus so einer Art Milchglas, so weiße Murmeln. Ja. Die Murmeln sind schon cool. Ja. Gar nicht, wenn man länger festhält, dann lädt er den so richtig auf und dann kann man weiter wegschießen. Ah. Wenn mit der Murmel sogar die von oben abknallen. Alter, das ist natürlich richtig geil.
Wow. Arschloch. Warte, die immer das Grüne werfen, das sind ja die, die da oben irgendwie auf dem Turm sitzen. Genau. Das komm her, mach dich weg da. Voll am Durchdrehen hier. Alter. Ich dachte schon, die Kugel rollt mich über. Ja, pass auf, jetzt machen wir es mal anders. Irgendwo müssen noch welche sein hier. Aber wir können jetzt durch. Ah. Oh. Können wir schön einsammeln hier. Okay, was ist... Ich dachte eben, da könnte man rechts rein oder so. Mal so ganz locker eine Granate gedroppt hier. Ja, nochmal schön. Ja, genau, da lohnt sich diese Kugel echt. Ja. I was getting worried about you. I'm fine. I wasn't worried about you, jackass. Anyhow, I saw some goodies on my way here. Sam, you want to go resupply? Was mich wundert, wie groß das ist, ey. Ich hab gedacht, so okay, beim letzten Mal, wo wir gezockt haben, das muss doch durch sein oder so, ne? Aber... Ah, hier haben wir nochmal eine Nebenmission. Shut up, Rodriguez. Genau. Es gibt noch ein paar Goodies, sagt sie. Ah, sehr schön. You sure know how to paint the town red. Thought this place could do with a splash of color. Alter, das schöne Maisfeld hier. Richtig. Alter, da passen die Murmeln aber auch richtig zu hier, ne? Ganz fett. Treffen wir auf jeden Fall. Ah, stimmt schon, wenn du so eine Gasse hast oder so, ist das natürlich auch geil. Oder jetzt hier. Ah, da ist es echt am besten. Ja. Auch den Eindruck jetzt mit dem neuen Treiber und so, also es läuft diesmal besser bei mir, dass die ja auch das Spiel so ein bisschen optimiert haben. Ja, das kann sein. Das lief letztes Mal echt ein bisschen ruckelig und jetzt. Mhm. Das hatte ja sogar bei mir geruckelt irgendwie. Das letzte Mal. Also nochmal schön einsammeln. Oh krass, was ist das denn? Eine Mini-Newcomer gekriegt. Oh. You know, this is just like that time in Baden-Baden. Right. Remember that Gnar? Oh, Baden-Baden. Baden-Baden. Ja, wir sind wahrscheinlich gerade in Deutschland unterwegs. Oh man. Alter, Mini-Atomrakete haben wir bekommen. Ja, ich weiß aber gar nicht, wo die ist. We can ever go on a real date? Gott, wie viele Waffen ich krieg das hier nicht durch. I don't know. Have we gotten too used to it? Yeah, maybe if we just injure someone. Findest du die? Kannst du die ausrüsten, die Mini-Nuke? Warte mal. Das ist die mit den Kugeln. Was ist das?
Hier irgendwie finde ich die auch nicht. Kommt man noch mal ins Inventar? Tabulator. AF, okay. Surfist. Ein Boden- oder Lenkrakete mit einem starken Sprengkopf. Ach, die ist bei Ausrüstung, ist die. Schwarze Loch, Holo-Attrappe. Ah, die müsste man ja trotzdem irgendwie auswählen können, ne? Ja. Oder weil wir vielleicht schon dieses andere Ding hatten? Hm. Oder ist das hier die Mini-New? Ne, Cycle Gadget ist das. Ach, Cycle Gadget, wie gibst du dann? Ach ja, du kannst, ja, hier ist sie. Okay. Du kannst quasi dieses Zeit-Gadget rausholen und dann mit Y kannst du wechseln. Ah, okay. Also nimmst du quasi dieses Zeitding in die Hand, diese Kugel da. Hm. Genau, wie waren das nochmal? Achso, die muss ich. Ja, genau, und jetzt J, ne? Ja. Y, aber das ist. Y. Nicht die Kugel hier, ne? Hier könnte jetzt Y. Ach, jetzt steht bei mir. Rüstung aktivieren. Jetzt Y. Oder vielleicht Z bei dir? Ich weiß es nicht. Nee. Bei mir steht Activate Gadget und dann Y Cycle Gadget. Warte mal, wenn ich jetzt Y drücke. Ah, jetzt ja. Habe ich es auch. Hat funktioniert. Super. Genau, man nimmt das Ding in die Hand und drückt Y. Und dann gibt es ein fettes Teil. Alter, das sieht ja richtig nach Spaß aus. Ja. Und wie reagiert das aber auch mit Verzögerung, habe ich den Eindruck, also. Hm. I guess the way to Akhnum's heart is through his stomach. A secret ingredient is violence. Ja, man ist noch nicht ganz so ausgereift, aber bis jetzt hat man noch keinen Absturz, außer diesen Bug, den man mal hat. Genau. Aber ich muss auch sagen, bei der Geschwindigkeit, der muss auch ganz schön rechnen, ne? Allerdings. So, ist die Frage, wo geht's denn lang? And that's why the eye on top of the pyramid represents loneliness. I did not know conspiracy theory could be so sad. How was your day? Shut up, Rodriguez. Shut up, Rodriguez. Ich kann nicht schießen mit der Waffe. Er sagt immer nur mit der linken Maustaste Ausrüstung aktivieren. Mit, ne? Also ich hab die jetzt ausgerüstet. Hast du doch geschossen? Nee, ich hab irgendwie mit der rechten Maustaste und dann musste ich. Halt kam so ein Streifen irgendwie so. Also. Ach, du hast jetzt auch das schwarze Loch aktiviert. Ja, irgendwie. Krass, jetzt gibt's was Neues für den Laser. Todesstrahl. Alter, das klingt aber auch fett. Boah. XL2 Laser. Krass. Alter. Ich hab mal gespannt. Wie so ein Wasserstrahl, nur mit Laser, ey. Father, let's talk Resurrection. Are you about to tell me they cloned Jesus? Ich wundert's auch, ey, dass ich das zocken kann, streame und zeitgleich aufnehme. Das ist auch echt fett. Ja, aber ich meine, wenn's mit deinem Rechner nicht ginge, dann wüsste ich auch nicht, wie man's machen soll. Ja, das stimmt allerdings. Tür ist verschlossen. Alter, das ist ja richtig brutal, dieses Laser-Ding. Da ist so viel los auf dem Bildschirm. Mal klarkommen hier.
Mal Vögel vom Himmel holen. Wirklich die ganz Großen jetzt hier unterwegs. Ja. Die guten Vögelchen. Auch mal die wieder schöne Chicken Wings. Ja. Ja, die Vögel sind echt übel, ne? Wenn die von oben hier runterkommen. Da bin ich noch ein Piss. Da ist noch einer oben, irgend so ein Piepmatz. Geil aus, wie die umfallen. Ja. Ach, da hinten ist noch einer. Oh, hier kommt noch einer. Oh, ja. Ja, sehr gut. Auch erledigt. Immer Munition droppen. Ja. Oh, Alter, hier liegt aber ordentlich was rum. Da kommt gleich noch was. Ah, noch mehr Piepmätze. Diese drei Vögel hier. So, die sind jetzt schon mal. Sah voll geil aus, ne? Das Vieh ist runtergefallen und hat den Kasten auch gleich so geradeaus runterfallen lassen. Wow. Oh. Das ist ja hier Alfred Hitchcock, die Vögel. Hier oben am Turm ist auch noch einer, der es wissen will. Sehr gut, zurück. Ja, sehr schön. Nee, es geht einfach. Ach, die Affen kommen hier wieder. Planet der Affen. Alter, ist das heftig hier. Da schießt sogar auf meinen Mitspieler, aber ich gar nicht mehr raffe, wer jetzt wer ist. Ja, mach ich auch. Komm, wer fertig werden, den machen wir mal von Weitem ein bisschen fertig. Das ist krass, ey. Das ganz coole ist ja, die droppen ja echt die Munition, die man auch benutzt meistens. Mhm. Das stimmt allerdings, finde ich auch geil. Wenn wir genau gebrauchen. So, geht's jetzt weiter? Ah, jetzt geht's weiter. Okay. Ach, der Helikopter wieder. Ja, komm schon. Dieser Laser ist echt viel zu stark. Also man muss nur kurz draufhalten und die Jacken einfach. Als kleiner Junge mal vom C64 gesessen habe und mir hätte einer erzählt, in ein paar Jahren kannst du so eine Grafik spielen, wäre ich wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Ich nicht geglaubt. Was stimmt?
Jawohl. Amen. Ist dein Handy ausgegangen? Kann das sein? Nee, das war gar nicht an. Ach so, okay. Weil wir hatten vorhin, als wir gestartet haben, 2 oder so. Kannst du mal sehen. Aber ich kann es ja kurz holen sonst. Ja, wenn du Bock hast. Ja, Moment. Fett hier was los, ey, zum Einsammeln. Das geht ja richtig ab. Da geht's hier ab. Ich konnte die abfeuern, siehst du's? Aha. Das ist die Nuke. Alter, das ist aber die Obernuke, ey. Was ich auch geil finde, wie weit man gucken kann, ey. Das ist echt mega. Ja, das stimmt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir für die, für den Raketenwerfer haben wir ja dieses tolle Gadget verloren. Du konntest ja mehrere Raketen auf einmal abschießen. Stimmt, ja, das war richtig fett. Und die haben ja auch, die hatten ja so eine Verfolgungsfunktion. Und da konnte man dann auch wechseln, ne? Zwischen 5 Raketen, 2 Raketen, eine, genau, wenn man so wollte, ne? Alter, überall die Kugeln. Das sieht echt geil aus. Jawohl, erwischt. Ja, hier spawnen gerade so viele Kugeln, deswegen dachte ich, ich benutze das Ding mal. Ist das schon? So, sehr gut. Nee, da kommen jetzt die Viecher. Ach du heilige Neune. Ganz viele. Sieht auch geil aus, wie die da oben vom Turm runterkommen. Ja. Aus wie Ameisen oder so, so wie die krabbeln. Was war das? Ich dachte, er wäre eine neue Waffe, aber es war einfach nur die fette Munition. Ja. Und überall die Eier von Chuck Norris. Genau. Du hast recht, der Laser ist echt brutal. Ja, der ist also das... Nur kurz draufhalten und dann ist der schon weg.
Witzige ist, man kann ja die Raketen von denen in der Luft abschießen. Das geht auch, ja? Ja. Jetzt hätte ich die Nuke gebraucht. Kopflosen, ey. Stehen so in der Gegend rum, machen einen auf unschuldig. Das ist manchmal wie bei den Walen. Ja. Ah, da geht's ja auch gerade richtig ab, ey. Und am Durchdrehen. Ja. Da kriegen wir. Das Gute ist ja, dass das nicht unser Präsident ist. Und ich sitze da immer entspannt und trinke ein Käffchen und denke mir, naja, spannend. Mal sehen, was er morgen wieder ausgräbt, was er dann irgendwie, wem er noch verklagen will. Genau. Alter. Oh, jetzt sind es wieder zwei. There is Basilica. Grail will be inside. Dieses Riesenraumschiff haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ne? Oh. Just the murderous asshole I was looking for. How lovely to see you again, Sam. And how nice of you to bring your friends. So I can take care of all of you in one go. But you should know that I feel a kind of gratitude. You taught me something about this planet, Sam. It's loud and garish and annoying and surprisingly hard to kill. And that's precisely why it needs to die. It's a disease. And after I've killed you, Sam, I'm going to do my very best to wipe out every single... What's with the legs? Oh yeah, I've been thinking that the whole time. Why are they so tiny? They're freaking me out. I told you they were super weird. Voll geil. Never ask questions. Man sich über seine Beine lustig, warum die so klein sind. Oh, sieht aus wie ein Penis. How very ominous. Yeah, it's never good when that happens. He'll probably come out as a four-armed. Gucken, in was er sich verwandelt. Er bestimmt in so einem riesig. Naja, das geht ja. Nope, he's a butterfly. So, jetzt ein Schmetterling. Alter, wie flink der ist, ey. Jedenfalls ja das Bodenteil, ne, was hier durch die Gegend läuft. Hingelaufen. Kann man überhaupt den da oben abknallen? Ist gar nicht, also ich bin lauf gerade hinter dem Bodentypen hinterher. Lauf den da oben, aber ich... Oh, was ist das denn hier? Oh! Hier gibt es ohne Ende, es ist C4. Ah. Wo ist denn der auf dem Boden? Ja, vielleicht kann man den da nicht. Nein, der ist jetzt irgendwie so quer durch die Gegend gelaufen. Ach da. Nee, aber irgendwie ist das Ding. Der hat auch eine Energieanzeige, die ist grau irgendwie. Ja, wahrscheinlich muss man echt erstmal den hier oben. Ja, und dann... Ja. Der schießt sogar mit so einer Eiskugel auf ein. Ah, dass das jetzt dunkel geworden ist, sieht geil aus, finde ich. Ich dachte erst irgendwie, das heißt, dass ich wenig Energie habe. Was fliegt der durch die Gegend, du Scheiß? Der hat mit so einer riesen Eiskugel auf mich geworfen, irgendwie. Jetzt kann man den Laufenden verletzen. Ah, jetzt stimmt, jetzt können wir den anderen. Aber jetzt nicht mehr, ich war zu spät. Ah, jetzt können wir wieder... Jetzt mal wieder den oben da, ne? Okay.
call this a battle, Akramon? I've had more challenging. Alter, wie schnell der ist, ey. Allerdings. Gerade mit meiner mit meinem Scharfschützengewehr abschießen. Ah, jetzt können wir. Nehmen wir wieder noch oben. Jetzt müssen wir den Laufenden wieder. Jetzt wieder ihn. Ach, Alter, das wechseln sich aber echt ab. Jetzt hat er sich geteilt. Cool, ich bin auch. Bin drauf reingefallen, habe auf den rechten geschossen. Das war der linke. Ich renne hinter dem Leuchtpenis da hinterher und mach die ganze Zeit C4 drauf. Und mal gucken, ob das klappt. Ja. Alter. Die fette Kugel auf mich geworfen, ne? Bestimmt so Kometeneinschlag. Ah, hier stimmt jetzt auf den kleinen. Ja, ich hab ihn. Alter. Das hier war wirklich gelohnt. Nur noch den Sabbel da oben. Aber wenn man nicht das Scharfschützengewehr benutzt, sieht man ihn besser. Wenn er dann die Bewegung macht, kann man das schneller verfolgen. Ja, das stimmt. Da fahre ich nicht drauf rein. Kommt mir vor wie bei den Ghostbusters hier. Er lag mich ganz schön zu mit seinem Müll. Da ist Pasta. Er wirft mir irgendwelche Kühlschränke am Kopf. Ja, alles Mögliche, auch so irgendwelche Betten und sowas. Ja. Voll der kaputte. Weißt du, er hat kaum noch Energie und lacht da oben, ey. Ah. Jetzt haben wir ihn. Oh, mach's gut, Poker und das. Jetzt weg. Oh, Silvester. Ja. Oh. Ja, der steht auch nochmal auf, oder? Mal schon. Ach, der sitzt da. Oh, the hero has defeated the villain. And now what? A one-liner? The perfect manifestation of empty human wit? Maybe a pun? An attempt to ignore the howling abyss with a ridiculous construct of macho verbiage? What will it be, Sam? With what hollow words will you immortalize this momentary triumph? I lost my shoe. What? That's hardly. Oh. Deconstruct that. Alter. So ein bisschen schwarzer Humor, ne? You, my friend, are mad. Yeah. But sometimes there is something divine about your madness. Just doing my job, father. Now let's get that Grail and get out of here. Samuel, I am certain now it is not Grail. Grail was intended to heal wounds of the world. This is something else. We came all this way. Let's at least have a look. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das das Ende ist. Ich denke gar nicht. Cut it out!
right. Now what? We must perform ritual. But I think it is unwise. Listen, Padre. If you don't want to do it, me and my friend C4 can always do it our way. No. That's fine. Please don't. My way's faster. It may be Catholic heresy, but I feel bad enough that we blew up Vatican. Let's see. Avert the judgment of the saint. Avert the judgment. Ah. Sieht ja geil aus. Blind the divine messenger. Ich glaube, ich weiß, was du eben gedacht hast. Invoke the mark of Saint Peter. Peter was crucified upside down. Das könnte ja ein Adventure sein. Genau. Gut, dass wir das nicht ausfinden müssen. Mhm. Das ist dumm und dusselig gesucht. I can feel its power. Die Bundeslade. Wir wissen natürlich gleich aufmachen. It's a stick. Do not touch it. This artifact was placed in the Ark to shield the world from its evil. He's right. Don't touch it. Oh. What the hell? Stand down, Stone. We're taking over from here. Brand, what are you doing? Sir, we succeeded. This is the artifact. Why are these pendejos pointing their guns at us? Oh, you people. You were so dumb. This whole fucking planet. All sheep. No wonder. Ich wusste gar nicht, dass im Englischen dumm auch dumb heißt. Ich dachte, es ist stupid. To invent General Brand. You already ja. Believed in him. He's that tough old bastard who doesn't play by the rules. But if we trust him, he'll do what needs to be done. So you sold us out. I recognize the true order of things. It's time for me to be on the winning side. Humanity had its chance. They should have joined Mighty Tahum, like the Kanum and the older races did. I will present this offering, and the power that lies within it as a tribute to our Lord Tahum the Magnificent. And they say I'm insane. Huh. I'm not insane. I'm just a pragmatist. There's a hierarchy to the universe, and I'm about to get a promotion. Oha. Schade, ich dachte, er vergeht, aber er scheint sich zu verwandeln. Ja, jetzt geht's gleich bestimmt wieder los hier. Oh Gott. Oh. Der erinnert mich an wem. Ja. I am the last human. Grant us strength, O Lord, before these the soldiers of darkness. For we struggle not against flesh and blood, but against powers and princes. Silence, priest! Do you fear the word of God? What does your God say now, Father? He says, fuck you. I'm gonna kick your ass so hard you can kiss your own asshole. You son of a bitch. I want this one gift wrapped. And the others? Feed them to the drones. Was? Alter, hat unseren Superhelden gekillt? Oder nee, wir sind nur ohnmächtig. Wir stehen bestimmt gleich auf. Ja, auf jeden Fall. Dann fächern wir den auch mal. Mhm. Der wohnt bestimmt in der fünften Etage. Ja.
Bei Hand gab's auch irgendwie Updates, glaube ich, jetzt letztens. Hätte ich auch mal Bock zu wieder. Ja. Und nachdem wir hier Sirius durchgespielt haben, könnten wir echt mal dieses Dinosaurier-Dingsbums ausprobieren. Auf jeden Fall, da hätte ich auch Bock zu. Ach, wir haben so viele geile Sachen. Ja. Viel zu viele. Ja. Werden wir in 2 Jahren noch mit beschäftigt sein. Warte, voll die Pornomusik hier. Was ist denn jetzt? Ist er jetzt bei Deep Space Nine oder was? Ja. Ist er wieder wach geworden? Wo schläft er wieder? Alter, was kriegt der da für Spritzen, ne? Möchte ich auch haben. Genau. Der Sessel ist ganz cool. Ja. Sowas als Gaming-Zockersessel wäre schon geil. Richtig fett gemütlich. Wollte gerade sagen. Jetzt träumt er. Aua. Look who's dead. Stop shooting. I want him alive. Boah. Ist der noch fetter geworden? Sieht so aus, als wenn er die Steroide noch genommen hätte. And even if you don't, your team's processed. You're alone. War's over. Give up. My team may be harder to process than you think. I doubt it. Seriously though, Sam, it's a good deal. You'll have a much better life as Mental's pet than if you stay on this planet. No thanks. I gotta go. Things to do, people to kill. But don't worry, we'll meet again. I promise. Normal, so müsste er jetzt hinterher springen, ne? Oh, Fred Matisse dem Spiel beigetreten, steht hier jetzt gerade. Und hier steht auch, just Svenny has joined the game. Okay. Now I just need to get into the water. Maybe it's still okay? Or not. Der Typ ist voll knatter. Another boat. Beautiful. Okay, listen. You just stay up there until I come get you. Oh, jetzt haben wir nur noch die Pistole wieder. Ah, hier ist auch ein Schuh. Ah, Gott sei Dank. Ja, stimmt, nur ein bisschen. Mehr einsammeln hier. Sammeln nicht das Meer ein, das brauchen wir noch. Aber die Glanzeffekte, ey, ich finde das immer so geil, auch bei Rally Games oder so. Wenn du so Schneepisten hast, ey, das mag ich total gerne. Noch damals ja, so stimmt. Sega Rally 2 das erste Mal gezockt, ey, das war auch so geil. Weg. Oh, hier liegt noch was anderes Schönes rum. Raketenwerfer. Oh, sehr gut. Multiraketen haben wir jetzt bekommen. Ah, wir haben sie wieder. Geil. Was? Wo? Die habe ich gerade eingesammelt hier. Sie war so eine blaue Kiste. Ah ja, habe ich völlig übersehen, dass du Bescheid sagst. Ja. Oh ja, das ist gut. Ah, das ist aber ganz gut versteckt hier.
Ja, gerade bei der Kälte, ne? Alles voll eingefroren und wir laufen nur ein T-Shirt rum. Ja, wenn das kein Superheld ist. Das ist echt die Chuck Norris. Auf jeden Fall. Ist kein Honig, sondern kaut Bienen. Ja. Nice, man. Ja. Hey, did you guys hear I killed Ackerman? Ah, siehst du ja genau, den Zielfernrohr ist auch wieder da. Ach du heilige Neune. Jetzt fliegen die hier schon rum. Ah, geil. Hey. Das ist nicht mal Mucke. Nein, ist schon vorbei. Was hier hinten, wenn man hier hinten noch rumläuft, irgendwas gibt? Ah, warte mal, können wir mal gucken. Genau, vielleicht ist da noch was versteckt. Heißt das Kalinka, der Song? Kann das sein? Ich weiß es nicht, wie der heißt. Ja. Gibt's irgendwie nichts. Schade. Hier oben ist wieder ein Secret, aber da weiß, da kommen wir wahrscheinlich wieder nicht hin. Vielleicht von innen? Oh, wir kriegen Besuch. Alter Schwede, das ist ja unglaublich. Wie fett. Alright, now to get to the main deck. Erreiche das Hauptdeck, oh, das sieht ja geil aus. Irgendwann können wir uns auch nochmal die Updates zu Dead Space 3 oder so holen, ne? Aber ich würde auch sagen, wir machen erstmal die anderen Sachen fertig, ne? Ja, wobei ich glaube, das haben wir sogar gehabt. Ich glaube, wir hatten alle Updates und alle Add-ons für Dead Space. Ah, okay. Was? Ach so. Dachte eben, was zieht mir denn Energie ab und quiekt hier rum? Das geht runter und überall hin, das ist ja verrückt. Ja. Dunkel, ich sehe gar nichts, ja. Recht, wo du bist. Nach oben gegangen, oder? Ja, ich bin nach oben gegangen. Ich sehe ja kaum was irgendwie. Es ist auch ziemlich dunkel. Ich renne. Bin ich hier? Aua! Jetzt bin ich bei einer Leiter. Ah, ich bin beim Deck, glaube ich. Jetzt kann ich wieder laufen. In dem Ding kann man drin nicht laufen. Mhm. So, zauberhafter Samuel, wo geht's hier zum Bier? Ein zauberhafter Samuel. Okay, können wir eingeben hier? Ne, genau. Verlassen. Hier ist ein Hebel, ein Schalter. Da drücke ich E, benutzen. Aber da passiert nichts, der leuchtet weiter in blau. Was?
Ah, du bist 8 Meter unter mir. Ah, da bist du ja. Siehst du hier links? So, einmal der Computer und dann habe ich hier links irgendwie den. Vielleicht musst du am Computer das einstellen und dann hat man es. Kann man das hier links deaktivieren oder so. Warte mal, ich will mal was gucken. Ist bestimmt, hier ist doch noch was Blaues. Lieber Boris, du hast mir seit Wochen versprochen, dass du Zauberhafte Samuel spielst. Aber immer wenn ich dich danach frage, hast du mir, dass du noch nicht dazu gekommen bist. Ich weiß, du findest, dass beim Spielen auf tolle Grafik und realistische Animationen ankommt. Aber das Tolle am Text-Adventure ist, dass sie zeitlos sind und sie laufen auf diesen uralten Rechnern. Also bitte halte dich an deinem Versprechen. Ich habe diese Tür so programmiert. Ah, die Tür. Dass sie verschlossen bleibt, bis du Zauberhafter Samuel gespielt hast. Gib mal einen Zauberhafter Samuel. Nee, du kannst da einfach spielen. Ich habe gerade gespielt. Ah, okay. Am Rechner direkt. So, der Kapitän hasst sich. Der Einzige, der etwas dagegen machen könnte. Du hast den Kapitän. Aber der müsste ja, wenn ich gespielt habe, müsste ich ja die Tür damit aufmachen. Genau. Nur ich wusste die Antworten nicht, wollte mir das nicht alles durchlesen. Ja. Warte mal, dein Name ist Zauberhafter Samuel, du bist Kampfmagier der Stufe 12. Viele Jahre schon widmest du dein Leben den Kampf, den dunklen Fürsten ist und furchterregende Horden die Welt bedrohen. Du warst dabei, als er erwacht und du wirst nicht rasten, bis er besiegt ist. Doch obwohl du nicht rasten wirst, brauchst du dennoch dann und wann ein Päuschen. Ich schreib mal richtig. Päuschen klingt gut. Ach, du kannst unten, kann man antworten. Genau. Dann antwortet er selber. So, auf. Weil dann müsste ja auch die Tür aufgehen. Du setzt dich an einen Tisch und bereitest dich vor, ein Bier zu bestellen. Was für ein Bier hättest du gern? Ein Bischelob Ultra, bitte. Bitte sag Bogumann, ihr kommt all den Weg ins Land. Was? Müsste gleich zu Ende sein. Auf zum Schloss. Müsst ihr ja gleich, ist ja quasi nur der Zusatz. Wenn das zu Ende ist, dann müsst ihr ja eigentlich die Tür aufgehen und müsst ihr noch irgendwas einsammeln können. Ich glaube aber, du musst da erstmal gewinnen, ne? Ich habe vorhin auch gespielt und bin gestorben. Ah, okay. Deswegen, ich glaube, man muss lesen, was da steht und dann auch die richtigen Antworten nehmen. Mhm. Wenigstens gibt es gute Mucke im Hintergrund. Ja. Feier ich, ey. So, jetzt sind wir schon bei den Bergen. Nice. Ich glaube, so weit bin ich gar nicht gekommen. Jo, geschafft. Ja. Müsst du die Tür auf sein, ne? Nee. Doch, ist auf, ja. Haben wir geschafft. Sehr gut. Ich habe immer versucht, mehr zu fragen als zu antworten.
Sachen. Ein Herz haben wir bekommen. Ich glaube, hier hatten wir auch schon mal die Waffe. Ja, irgendwie nichts bekommen. Also hier vor mir, also da, wo ich jetzt hinschieße, da steht ein Koffer, da müsste man... Ja, ja, habe ich ja aufgemacht und irgendwas hat auch gegrabbelt, aber ich habe nichts Neues. Ah, okay. Hast du irgendwas Neues? Ja, ich habe so eine... ganz rechts, die, diese Herz... Ne, warte mal, die haben wir ja schon bekommen. Ne, ich habe auch nichts Neues, stimmt. Komisch. Ach so, das ist ein... Ach, der, das ist so ein Wiederbelebungsding. Ja. Okay, hier geht's wohl nicht weiter. Ich sehe auch nichts. Ach ja, hier geht's weiter. Du bist... Kommen wir von hier? Nee, oder? Nicht. Glaube nicht. Irgendwo draußen bin ich herumgelaufen jetzt. Hm. Erreiche das Hauptdeck. Du bist jetzt oben, also weiter oben über mir, ne? Jetzt bin ich weit. Okay, also wir müssen irgendwie geradeaus und dann ganz nach oben. Warte mal, vielleicht geht's ja hier noch höher, ne? Hier noch irgendwo, also hier in dem war hier nur die Nebenmission. Ja, merkwürdig. Ich gehe auch noch mal die Treppe runter. Ja, scheinbar müssen wir dann die Treppe runter. Mhm. Geht's auch nicht mehr rauf. Ist hier irgendwo ein Fahrstuhl oder so? Ich denke nicht. Ich glaube, hier war ich... Nee, oder? Ja, von hier kommen wir. Hier ist die kaputte... Das musst du irgendwo weiternehmen. Warte mal. Was musste man drücken, damit man... Ah, C musste man drücken. Ist auch, wenn einer von uns den Weg findet, kann das dem anderen gar nicht erklären. Achso, kann man, sieht man das nicht, wenn man den anderen entgegenkommt? Was? Ja. Schon. Hier geht's. Schauen wir mal dahin. Was ist das? Es ist so teilweise so neblig, dass wenn du einmal da unten bist, also sehe ich auch nichts. Ja, genau, finde ich auch. Man sieht. Ich habe mal irgendwelche komischen Monster, die irgendwelche komischen Geräusche machen. Dieses. Dieser Wegleitung ist ja auch so scheiße. Also, der zeigt mir, ich soll die Wand hochgehen. Ja, genau. Auch dem nicht. Doch, irgendwo was hätte aufgehen müssen oder so. Which is reminiscent of 21st century computer game audio log system. It is primitive way of communicating important information in crisis situation. I wasn't gonna say anything, but the man has a point. Ich bin irgendwie ein bisschen weitergekommen hier. Er fing dann auch an zu labern. Bist du oben oder unten? Ich bin von dir, du bist 8 Meter über mir, du bist gleich bei mir. Hier geht eine Treppe nach oben. Aber okay, da ist ja die kaputte wieder, ne?
Ist ja komisch so. Geht man geradeaus? Kommt man nicht weiter? Geht man geradeaus und dann links und dann wieder rechts geht, kommt man nach draußen. Ja, wenn man jetzt hier, genau, du bist da. Wenn wir jetzt hier rumgehen, dann kommen wir wieder nach draußen. Genau. Und da ist ja auch wieder die kaputte Treppe. Muss da irgendwo weitergehen, oder? Ah, da hinten ist wieder die Leiter, also wir können jetzt hier die Tür geht nicht auf. Können auch nichts aufschießen. Nee. Ich geh nochmal die Leiter hoch. Junge, Junge, was ist denn hier los? So, und jetzt ist hier Feierabend, ne? Obwohl wir noch nach oben müssten. Hm. Mal kurz runter und guck nochmal unten. Okay, und ich lauf mal hier oben weiter. Ich will nochmal hier durch die Tür, um nochmal was gucken. Ist auch nicht. Ist das hier im Fahrstuhl, wo ich gerade stehe? Warte mal, kann ich hier irgendwas anschalten oder so? Ne. Jetzt bin ich wieder bei der Game-Tür. Diesem Boot, das explodiert ist am Anfang. Hm. Wie kommt man denn da? Was ich komisch finde, hier bei der Game-Tür bin ich jetzt in dem Raum, wo wir auch diese komische Waffe bekommen haben. Und da ist auch ein Treppensymbol, das nach oben geht, aber... Gibt's denn keine Flashlight eigentlich? Oder haben wir ein Licht? Nee. Nö. Ah, ich hab was gefunden, wo es wieder nach oben geht. Ich glaube, ich hab den Weg. Warte, dann. Genau. Wenn du am Gaming-Raum bist, ne? Ja. Dann kannst du, bevor du in diesen Gaming-Raum reingehst, kann man rechts irgendwie noch lang. Warte mal, ich komme dir mal entgegen. Aua. Mach dich weg. Wo der Gaming-Raum ist. Du bist 17 Meter über mir. So, ich mach mal folgendes. Ich gehe mal nach oben. So, warte mal, komme ich jetzt hier rein? Gehen mal nach oben. Wenn ich es geschafft habe, müsstest du ja automatisch nachkommen. Da gibt es nämlich noch eine Leiter nach oben. Nochmal der Gaming-Raum. Musste man ja trotzdem hier raus, oder? Vorher. Ja, du kannst, wenn du bei dem Computer bist, dann kannst du... Ah, ich hab's, ja, ich hab's gefunden. Ja, warte, ich würd's gerne auch nochmal finden. Hm. Du müsstest ja mal... Also warte mal, du hast ja, du kannst in den Gaming Room reingehen. Genau. Und dann kann man irgendwo rechts abbiegen, also. Ja. Und dann geht man, kommt man irgendwie ein Stück nach draußen. Hier sind Treppen. Hm, genau. Hier gibt's ja auch die Schrotflinte. Ja, genau, die findest du da auch. Verpasst, ne? Hier habe ich sogar noch eine Kiste, die ich öffnen kann. Oh ja, hier ist eine Kiste. Oh, mit einem Lebensdingens hier, mit einem Dingenspunkt. Das ist genau. Skillpunkt. Stimmt, die können wir ja auch nochmal vergeben. Ach so, übrigens nochmal, drück mal C. Dann müsste ein Wegweiser kommen.
Ja, aber der zeigt dann einem, man soll die Wand hochgehen und so. Ah, okay. Ja, stimmt, das ist ein bisschen blöd. So, jetzt habe ich hier Zeugs eingesammelt. Mhm. So, du kommst mir immer näher, genau. Ah, sehr gut, jetzt kommst du raus. Ja, hier ist auch rechts der Zusatz. Aber ich glaube. Nein! Oh, wenn ich da runterfällt. Ich bin rausgefallen. Ah, scheiße. Also sonst geh einfach weiter, ich komme jetzt mal hinterher. Ich dachte, der war ja ein Geländer und ich dachte, das hält mich auf, aber der ist einfach übers Geländer gelatscht. Hier erstmal hier alle fertig machen. Es lohnt sich auch nicht, das waren nur dieses diese fliegenden Drohnen waren das. Ah, okay. Jetzt geht's hier weiter. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt müsste hier eigentlich irgendwo eine Leiter oder so versteckt sein. Ah, das ist die Leiter, ja. So, dann gehe ich mal nach oben. Nochmal einen nach oben. Vollautomatisch Schrotflinte habe ich bekommen. Jetzt geht es hier oben erstmal ab. Oh, Vampire sind auch hier. Drohnen schießen auf mich, na hurra. So. Ah, hier. Das Rakete. Oh ja, hier ist die. Sehr gut. Was, jetzt bin ich da. Ah, sehr gut. Jawohl. Alter, jetzt müssen wir es aber wirklich bald geschafft haben, ne? 102 Meter geht's nach oben. Okay. Ist die Leiter? Was ist denn da hoch? Ach, da. Da müsste so eine gelbe Leiter sein. Ja. Ich hm. Ich kann immer auf dich warten, das glaube ich wirklich besser. Weil dann zusammen hier hochkommen. Ich vermute mal, müssen wir hier runterfallen? Ich weiß gar nicht. Hier ist die Tür. Ah, okay. Super. Also die hatte ich gar nicht gesehen. Kannst du bestimmt dran bedienen oder so. Prima Ballerina. Skipper's Log. Heading for Tunguska to prevent a mutated general from handing over an alien artifact to an evil superbeing from outer space. So, basically Tuesday. Alter, fett. Ja. Liebesgrüße von der Erde, das war mal ein geiler Titel. Ich kenne nur Liebesgrüße aus Moskau, mein alter James Bond Film. Genau. Oh, ich würde auch fast sagen, das reicht. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht mehr, weil es sind jetzt noch 25 Minuten oder so. Mhm. Und dann kann ich noch fett einkaufen. Und wenn, sonst können wir ja morgen noch eine Runde oder so. Ja, kein Problem.
cool, weil dann kann ich die Teile schneiden und kann ich schon mal ein paar hochladen wieder. Ja. Ich habe so und so mit Hochladen habe ich noch viel zu tun. Ich muss noch Siberia muss ich noch ganz viel schneiden und hochladen. Dann hier von Serious Sam haben wir jetzt ja genug erstmal wieder. Mhm. Und dann, ja, das passt ja. Muss nur mal kurz warten, bis er fertig ist und dann. Genau. Jetzt auch schön gelandet da. Huh? Strange things are afoot in the Arctic Circle. Hey, Sam! Who are you? I'm you, from the future. It's complicated, just roll with it. It's not the weirdest thing that's happened this week. Listen up, your team's safe. Hellfire took care of that, but that Weasel Brand has the Grail and is headed for the portal now. In this version of the timeline, you landed too far to the east. But don't worry, I got you covered. Alter, wie endlos groß das ist. Das ist ja unglaublich. Schon fünfmal gedacht, dass wir durch sind. What can I say? We're a great guy. Sir, the pyramid is done charging. All right, I'm coming. That was interesting. Da haben die Grafikdesigner aber nicht viel gemacht, da haben sie selbe T-Shirt, selbe Hose, einfach noch ein Bart angeklebt. Nein. This thing doesn't have GPS. No, I meant to you. What happened to you? Oh, the usual stuff. Got drugged on a train, jumped from a plane, talked to my future self, and now I don't know how to get to Tunguska. I don't even... Okay, give me a sec. Thanks, Quinn. Always a pleasure. Weiter fett. Ja, super. Geil. Dann können wir gleich abbrechen. Oh. Ihm sind Hörner gewachsen. Ja, doch nicht. This is non-standard use of vehicle. Fly me to the noom. I do not understand. No? How about don't lose your head? You confuse me. Is this joke? Okay, soldier, you have no sense of humor. Which way to the big battle? Oh, diese große Konversation immer, ne? Have a nice day. It is not likely. So, jetzt können wir abbrechen. Genau, würde ich schon sagen. So. Und dann geht's nächstes Mal weiter. Jo.